Engel, Hiobs Botschaft, Traumsaat, Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 2. Ich habe erkannt, dass du alles vermagst. Kein Vorhaben ist dir verwehrt. Hiob, Kapitel 42, Vers 2. Es wurde schon wieder Herbst, als Hiob und Anne nach fast 3 Wochen auf hoher See wieder das Festland betraten. Hiob hatte sich für den kleinen norwegischen Kauffahrer entschieden, weil er nicht wie die meisten größeren Schiffe Urps Liebsjahr anlief, sondern in Brunswick landen sollte. Der kleine Hafen an der deutschen Küste erschien ihm sicherer als die große Stadt, in der zumindest ein paar Templer und Monarchen von einem flügellosen Engel wussten, der von einer Rotte Beutereiter nach Trondheim gebracht werden sollte. Er glaubte zwar nicht, dass man ihm und Anne viel Aufmerksamkeit schenken würde, konnte aber auf unnötige Konfrontationen mit dem Repräsentanten der angelitischen Kirche gut verzichten. Sie hatten die Seereise ohne Zwischenfälle hinter sich gebracht, und wenn er jetzt aus dem Fenster der bescheidenen Herberge über den Brunswicker Hafen hinaus aufs Meer blickte, kamen ihm seine Erlebnisse jenseits des Meeres wie die verschwommenen Erinnerungen eines Fremden vor. Auch wenn er von der Zerstörung seiner Heimat gewusst hatte, als er nach Skandinavien in See gestochen war, hatte ihn der Anblick des rauchenden Trümmerfeldes, das vom Himmel der Raguliten übrig geblieben war, tief erschüttert. Noch nachhaltiger beeindruckt hatte ihn jedoch das geheimnisvolle Zusammentreffen mit Anne. Er hatte nicht damit gerechnet, sie je wiederzusehen, und dann tauchte sie plötzlich dort am Ende der Welt vor ihm auf und rettete ihn vor einem Dämon der Traumsaat. Oft hatte er in den Wochen, die sie jetzt schon miteinander verbracht hatten, darüber nachgedacht, wie sehr sie beide sich seit ihrem letzten Zusammentreffen verändert hatten. Manchmal kam es ihm vor, als habe er im letzten halben Jahr jenes Maß an Menschlichkeit hinzugewonnen, das Anne verloren gegangen war. Jetzt war sie das übermenschliche Wesen, das rätselhafte, göttliche Medium, und er stand mit beiden Beinen fest auf der Erde. Natürlich wusste Hiob, dass das nicht stimmte. Eigentlich waren sie beide Ausgestoßene, unfähig, in die Welt der Menschen oder der Engel zurückzukehren, unfähig auch, einander in dem unendlichen Niemandsland zwischen den Welten wiederzufinden. Er trat vom Fenster zurück und blickte zu Anne hinüber, die auf dem Bett in einen unruhigen Schlaf gefallen war. Beim Erreichen des brennenden Himmels war jede Energie aus ihr gewichen. Es war, als sei damit ihre Mission erfüllt gewesen und als habe sie jedes weitere Ziel aus den Augen verloren. Er allein war es gewesen, der entschieden hatte, dass sie aufs Festland zurückkehren und nach Eliphas und dem Ordensbuch suchen mussten. Er hatte sie zurück nach Oslo geführt und ein Schiff gefunden, um nach Deutschland zurückzugelangen. Alle Entscheidungen lasten allein auf seinen Schultern, und mehr als einmal hatte er sich dabei ertappt, wie er sich danach sehnte, endlich wieder einem Befehl oder einer Vision folgen zu dürfen. Als sie Brunswick am nächsten Morgen verließen, hatte Hiob seine Entschlossenheit wiedergefunden. Das sagenumwobene Liber Ragulitorium durfte nicht in die Hände des Feindes fallen. Welche Zweifel er auch mittlerweile an der Mission der Engel hegte. Er war es seinem Orden und der Welt schuldig, dass der Herr der Fliegen nicht hinter die uralten Geheimnisse der angelitischen Kirche und der Raguliten im Besonderen kam. Er hatte ihre wenigen Habseligkeiten zu einem Bündel verschnürt, das er jetzt an seiner Lanze über der Schulter trug. Dieser wiederum hatte er zum Schutz vor den neugierigen Blicken anderer Reisender mit Stofffetzen umwickelt. Sie folgten einer Straße, die nach Südwesten ins Landesinnere führte. Zu beiden Seiten der Straße erstreckte sich brackige, unfruchtbare Marschenlandschaft, die außer ein paar kreischenden Möwen keine Bewohner zu haben schien. Immerhin regnete es nicht, und Anne schien es zu gefallen, nach der langen Seereise wieder an Land auf Wanderschaft zu sein. Fröhlich wie schon lange nicht mehr schritt sie neben ihm aus. Manchmal, wenn er hinter ihr zurückblieb, kam sie zu ihm zurückgelaufen, um ihn in den Rücken zu stupsen und spielerisch anzutreiben.
Doch auch wenn er auf ihr Spiel einging und mit ihr lachte, merkte Hiob, dass sie weiter von ihm entfernt war als je zuvor. Etwa 2 Stunden, nachdem sie Brunswick verlassen hatten, begegneten sie einem Fischhändler, der ihnen von sich aus anbot, sie auf seinem Wagen mitzunehmen. Und obwohl er eigentlich genug vom Fischgestank hatte, nahm Hiob das Angebot an und hob Anne neben die Aalfässer hinten auf den Karren. Er selbst reichte ihr nur sein Gepäck und lief noch ein Weilchen neben dem Wagen her, um sich mit dem Händler zu unterhalten und Neues über die Ereignisse der letzten Wochen in dieser Gegend zu erfahren. »In Frankreich ist noch immer Krieg, junger Herr, aber hier ist alles ruhig«, erzählte ihm der gesetzte, kahlköpfige Mann. Hiob war froh, dass dem Händler nach Plaudern zumute war und er selbst nicht viel reden musste. Er hatte die Kapuze über den Kopf gezogen und einen Wollschal um sein Gesicht geschlungen, was nicht allzu auffällig war, da von der Küste ein starker Wind wehte. Aber er fürchtete, sich dennoch zu verraten, wenn er zu viel sprach. »Es ist ja gut und schön, dass die Kirche uns große Mengen an Fisch für ihre Truppen abnimmt, aber bei den niedrigen Preisen, da können sie auch gleich einfach alles beschlagnahmen. Aber ich will mich ja gar nicht beschweren. Schließlich kämpfen die Engel und Templer ja, um uns zu beschützen, nicht wahr? Da muss man wohl im Namen des Herrn und für die gute Sache auch einmal ein paar Einbußen hinnehmen. Immer noch besser, als selbst auf dem Schlachtfeld zu stehen.« »Sind auch viele Beutereiter auf den Straßen?« unterbrach Hiob abrupt den Redefluss des Fischhändlers. »Beutereiter«, erwiderte er mit gesenkter Stimme. »Nun, junger Herr, über die spricht man hier nicht so gern. Aber ja, ich denke, ich bin in diesem Jahr wieder mehr Rotten begegnet. Es scheint, als hätte die Kirche nicht nur an Fisch einen erhöhten Bedarf.« Es war schon früher Abend, als sie das kleine Dorf Wienenburg erreichten. In den letzten Stunden hatte die Straße sie durch immer höhere Hügel geführt. Und jetzt konnten sie den letzten Schimmer der untergehenden Sonne auf den Wolken zwischen den dunklen Gipfeln des Harz erkennen. Der Fischhändler steuerte seinen Karren in den Hof des einzigen Gasthauses am Ort und lud sie ein, noch mit ihm zu Abend zu essen. Aber Hiob lehnte ab, da er fürchtete, in der belebten Gaststube zu viel Aufsehen zu erregen. Stattdessen suchte er sofort den Wirt auf, um für sich und Anna ein kleines Zimmer zu mieten. Er bat den Wirt auch, das Abendessen direkt auf die Kammer bringen zu lassen. Anna hatte eine nicht unbeträchtliche Summe Mannes bei sich gehabt, als er sie in Norwegen getroffen hatte, und so hatten sie bisher gut leben können. Zwar hatten sie den größten Teil ihres Reichtums für die Überfahrt ausgegeben, aber Hiob hoffte, mit dem ungewohnten Zahlungsmittel zumindest noch bis Nürnberg zu kommen. Es war ihm sehr schwer gefallen, den Umgang mit dem Mana zu lernen. Das Konzept des Kaufens und Bezahlens bereitete ihm Schwierigkeiten, und er war sich sicher, dass er häufiger mehr als den angemessenen Preis bezahlt hatte. Als er mit Anne später bei der einfachen Mahlzeit aus dicken Bohnen und Reis saß, dachte er wieder über das Ordensbuch nach. Unzählige Male hatte er Anne schon gefragt, ob ihr ihre Visionen Hinweise auf seinen Inhalt gegeben hätten, aber immer hatte sie nur energisch mit dem Kopf geschüttelt. Bei seinem einzigen Besuch in den tiefsten Archiven des Himmels in Trondheim hatte er über das Liber Regulatorium selbst einmal gesehen. Das heißt, eigentlich hatte er nur die prächtige Holzkassette gesehen, in der es aufbewahrt wurde. Seine Schar und er waren zu Cumulus ins Archiv herabgestiegen, um die Karte abzuholen, die Abgundar seinem Kollegen in Montsavage zum Amtsantritt übersenden wollte. Als sie den düsteren Saal mit seinen riesigen, vom Boden bis zur Decke reichenden Regalen betraten, hatten einige Monarchen das Buch gerade wieder dorthin zurückgebracht. Er konnte gerade noch einen Blick auf das prächtige Maßwerk aus feinem Gold werfen, das die Kassette überzog, bevor das Buch wieder in den schweren, eisernen Schrein eingeschlossen wurde. Cumulus erzählte ihnen, bei näherem Hinsehen könnte man erkennen, dass in den filigranen Bögen und Rosetten ein komplizierter Schlossmechanismus verborgen war. Der Kartograf erzählte ihnen auch, in dem Buch seien alle Geheimnisse des Ordens der Raguliten festgehalten. Das war alles, was er über das liebe Ragulitorium wusste. Aber er war der wertvollste Schatz seines Ordens. Und er musste sicher gehen, dass dieser Schatz nicht dem Feind in die schwarzen Klauen fiel.
Insgeheim war er jedoch genauso sehr auf der Suche nach dem Raguliten, der nach Annes Aussage das Buch aus Norwegen fortgebracht hatte. Er hoffte, von seinem Bruder mehr über den Untergang des Himmels und das Schicksal seines Ordens zu erfahren. Nachdem sie gegessen hatte, stand Anne auf und kam zu ihm herüber. Sie trat hinter seinen Stuhl und begann, seinen Nacken zu massieren. Er lächelte und fasste nach ihrer Hand. »Ich bin froh, dass du bei mir bist.« Sie erwiderte den Druck seiner Hand und er konnte ohne aufzusehen spüren, dass auch sie lächelte. Er war wirklich froh, dass sie da war, auch wenn er genau wusste, dass sie einander nicht mehr als diese kleine Bekundung der Verbundenheit geben konnten. Und Anne wusste es auch. Er vermisste Irene und Elifas. Er hätte sich sogar gefreut, die anderen Beutereiter aus Elifas Rotte wiederzutreffen. »Lass uns schlafen gehen. Wir haben morgen einen anstrengenden Fußmarsch vor uns.« Er drückte ihre Hand noch einmal sanft und schob sie dann von seiner Schulter. Als Hiob endlich eingeschlafen war, setzte Anne sich vorsichtig neben ihm auf, zog die Decke um sich, um der kalten Nachtluft zu trotzen, und sah ihn nachdenklich an. Er atmete, ganz ruhig. Die feinen Linien der Skriptura auf seiner Brust pulsierten im Rhythmus seiner Atemzüge, als hätte sie ein Eigenleben. »Vielleicht hatten sie das ja wirklich«, dachte sie und lächelte. Auch wenn Hiob seine Flügel im Kampf gegen die Traumsaat verloren hatte, war er immer ein Engel, vielleicht jetzt noch mehr als zuvor. Als geflügelter Streiter der angelitischen Kirche war Kaliel ein mächtiges, übermenschliches Geschöpf gewesen. Hiob mochte einen Teil von Kaliels mystischen Fähigkeiten verloren haben, doch war er über den Engel hinausgewachsen, der nur einer unter vielen gewesen war und seinen festen, angestammten Platz in der Hierarchie der angelitischen Kirche eingenommen hatte. Er hatte seine Individualität wiedergefunden und hinterfragte auf seine tastenden Suche nach dem Schöpfer selbst das Dogma der Kirche. Während ihr diese beinahe schon ketzerische Gedanken beim Anblick des schlafenden Engels neben ihr durch den Kopf gingen, bemerkte sie auf einmal, wie stolz sie auf Hiob war. Sie war stolz darauf, wie er sein Schicksal annahm, wie er allen Schwierigkeiten und Rückschlägen trotzte und einfach das tat, was er für richtig hielt. Aber ihr war auch schmerzlich bewusst, dass sein Weg ein anderer war als der ihre. Schon bald, nachdem sie die erste Vision gehabt hatte, war ihr klar geworden, dass ihr nur die Wahl blieb, an dieser Gabe Gottes zu zerbrechen oder sich selbst aufzugeben und sich ganz in den Dienst des Herrn zu stellen. Die Entscheidung war ihr nicht leicht gefallen. Und sie fragte sich, wie lange Kaliel, wie lange Hiob wohl mit sich gerungen hatte, bis er sich der Aufgabe stellen konnte, die Gott ihm zugedacht hatte. Hiob war froh, als sie nach fast 3 Wochen auf der Straße endlich den Himmel von Nürnberg am Horizont sehen konnten. Die Krone und die Flugplattform des mächtigen Turms waren in der tief hängenden Wolkendecke verborgen. Und auch sein schlanker Rumpf war zwischen den Regenschleiern nur zu erahnen. Dennoch war der Himmel das erste Zeichen dafür, dass diese anstrengende Etappe ihrer Reise bald ein Ende finden sollte. Noch waren sie zu weit entfernt, um bei dem schlechten Wetter irgendwelche Gebäude außer dem Himmel der Gabrieliten zu erkennen, aber es konnte nicht mehr lange dauern, bis sie sich den Außenbezirken Nürnbergs nähern würden. Er hatte sich bemüht, unterwegs so viel wie möglich über die Stadt und deren Himmel in Erfahrung zu bringen, und es schien vor allem die schiere Größe der Metropole zu sein, die bei den meisten seiner Gesprächspartner einen bleibenden Eindruck hinterlassen hatte. Größer als Rom Aeterna selbst sollte die Stadt sein, auch wenn Hiob sich nicht ganz vorstellen konnte, dass Nürnberg an die Pracht und den Glanz der ewigen Stadt heranreichen konnte. Natürlich hatte er schon früher etwas über die Heimat der Engel mit dem Flammenschwert gehört. Paliel,
die junge Gabrielitin aus seiner alten Schar hatte immer ein bisschen Heimweh gehabt. Auch wenn sie das nie zugegeben hätte. Aber sie hatte jede Gelegenheit genutzt, um mit träumerischem Blick von ihrem Nürnberg zu erzählen. Die Schwärmereien der Gabrieliten und die Berichte der Reisenden unterschieden sich jedoch wie Tag und Nacht. Und er war gespannt darauf, dass die riesige Stadt selbst erkunden zu können. Nach langem Zweifel hat er sich schließlich entschlossen, sich in Nürnberg als Engel zu erkennen zu geben und so Zugang zum Himmel zu bekommen. Wie sonst sollte es ihm gelingen, Eliphas zu finden, falls dieser sich überhaupt noch in der Stadt aufhielt?